So, Servus, legen wir gleich los. Ich habe auf der Weltkarte im Flugsimulator eine Insel gefunden. Mit Flugplatz. Ziemlich klein ist. Und was mir auch ein bisschen komisch hoppla, da wollte ich jetzt hinklicken. Was mir auch ein bisschen komisch vorkommt, je näher ich ranklicke, jetzt ist es verpixelt. Und jetzt nicht. Verpixelt und nicht. Das lädt er geradezu ein, da mal eine Runde zu drehen. Es gibt leider keine Möglichkeit, den Flieger Golden Dog hier zum Starten. Außer, dass ich dann nach dem Start den Motor abschalte und dann wieder startet. Was jetzt auch ein bisschen albern ist. Ja. Dann gehen wir mal rein. Gucken mal zuerst einmal die Insel ein bisschen genauer an. Der Flugplatz auf der Insel Mokil liegt auf einem kleinen, abgelegenen Atoll in Mikronesien im Pazifischen Ozean. Wenn du Mokil anfliegst, hast du echt eine einzigartige Kulisse, weil das Atoll fast wie ein verlorenes Paradies wirkt, mitten im endlosen Blau des Pazifiks. Mokil ist nicht einfach irgendein Ort, sondern ziemlich speziell. Die Landebahn ist kurz und unbefestigt, was es zu einer Herausforderung für Piloten macht, besonders wenn man die Nähe des Meeres bedenkt. Der ICAO-Code für den Flugplatz ist Papa Mike Kilo Juliet. Die Insel selbst ist winzig und hat nur ein paar kleine Siedlungen. Die Menschen dort leben ziemlich abgeschieden und sind traditionell stark mit der See verbunden. Mokil ist auch kulturell spannend, weil die Bewohner größtenteils vom Fischfang und vom Anbau von Taro leben, einem wichtigen Grundnahrungsmittel auf vielen pazifischen Inseln. Die Einheimischen sprechen Mokilisch, eine von vielen mikronesischen Sprachen, was auch wieder zeigt, wie individuell die Kulturen auf diesen Inseln sind. Vom Flugzeug aus, wenn du auf das Atoll zufliegst, siehst du drei Hauptinseln, die zusammen das Mokil-Atoll bilden. Die größte ist die Hauptinsel Mokil, wo sich auch der Flugplatz befindet. Die Inseln sind von einer Korallenlagune umgeben, die wirklich eindrucksvoll aussieht. Besonders bei schönem Wetter, wenn das Wasser in verschiedenen Blautönen leuchtet. Da die Insel so abgeschieden liegt, kommen nur selten Besucher vorbei. Und es gibt auch nur sehr wenige Flüge hierhin. Die Menschen vor Ort leben in engem Kontakt zur Natur und legen viel Wert auf die Bewahrung ihrer Traditionen. Ich bin unterhalb vom Meeresspiegel. Zwei, neun, sieben, acht. Okay. was mir aufgefallen ist. Gehen wir mal hier rein. Der Kehrcode ist Papa Tango Mike Oscar. Und ChatGPT hat es falsch vorgelesen. ChatGPT hat gesagt, Papa Mike Kilo Juliet. Was falsch ist. Aber egal. Ich habe vorher schon mal nach dem IKEA-Code PTMO gefragt und dann hat ChatGPT eine Story erzählt von einer Insel und was da alles drum und liegt und alles mögliche. Und da ist mir aufgefallen, das passt gar nicht. Hab dann nachgeguckt, das war eine falsche Insel, wo sie praktisch erzählt hat. Ich frage jetzt nochmal ChatGPT, ob das auch stimmt. Moment. Du hast den falschen
ICAO-Code genannt. Absenden. Oh, du hast recht. Danke für den Hinweis. Der ICAO-Code für den Flugplatz Mokil ist Papa Mike Kilo Oscar-O. Das stimmt schon wieder nicht. Ich dachte, der ICAO-Code wäre Papa Tanka. Der Tanka. Tanko. Mike. Nicht Mike Oldfield, sondern Mike Oscar. Papa Tanka. Ja, klasse. Du liegst absolut richtig. Der korrekte ICAO-Code für den Flugplatz auf Mokil ist tatsächlich Papa Tango Mike Oscar, PTMO. Warum macht da ChatGPT so viele Fehler? Ja, ich meine, dass es Fehler gibt, ist mir schon klar. Hab ja vorher gesagt, Kid, das stimmt nicht. Und dann, ja, stimmt. Und sagt irgendwas anderes. Und was wieder falsch war. Spätestens dann müsste ChatGPT sich selbst korrigieren und richtig machen. Ja. Also ist doch nicht ganz fehlerfrei. Aber solche Fehler darf nicht vorkommen. Finde ich. Ja. Egal, ich mache jetzt einen kleinen Inselrundflug und lande wieder. Ich habe es ja jetzt mit der Drohne schon alles gesehen. Hätte ich das gewusst, dass es wirklich so wenig ist, wäre ich nicht mit der Drohne hochgegangen. Ja. So, ich muss aufpassen. Wenn ich links abweiche von der Startbahn, dann lande ich in den Bäumen. Wenn ich rechts abweiche von der Startbahn, dann bin ich im Wasser. Ja. Also, gucken wir mal, was der Wind macht. 5 Knoten. Ist handelbar. Parkbremse gelöst. 1/3 Schub. Also das Flugzeug ist ein bisschen leise, wegen ChatGPT habe ich das vorher leise gedreht. Ich mache eine Stufe Flaps. 2/3 Schub. Ups. Schub zurück. Flaps ab. So, Head-Tracking ein. Ja, ich habe vorher ja das andere Video gemacht mit ChatGPT und habe da eine richtig klasse Landung. Oh, da ist ein Häuschen. Eine richtig klasse Landung hingelegt mit 50 Feet per Minute und da war ich richtig, richtig stolz mit so einem Flugzeug. Ja, sieht gut aus, gefällt mir. Aber das war's jetzt. Da lohnt sich ja gar kein Video drüber zu machen. Und wenn ich jetzt eine andere Insel rüberfliegen möchte, dann bin ich eine Stunde über Wasser und nichts passiert. Ist auch langweilig. Ja. Es ist halt so fraglich, ob ich das Video überhaupt hochlade. Ja. Zumal, ja, die Bäume sich ja auch nicht viel unterscheidet. Die sind identisch, egal wo, ob links oder rechts von der Insel, da gibt es keinen Unterschied. Ja. Hier drüber hat es ein paar Palme. Hier hat es ein paar Palme. Da drüber. Das sind alles so palmige Bäume. Okay. Das wäre jetzt nur interessant,
wenn man jetzt da Leute sehr würde, die angelt oder die, wo mit den Schiffen rausfahren, mal, das gibt es ja beim Flugsimulator, ja, Schiffe und so, Boote und das. Aber hier ist nichts umgesetzt. Und abends das auf die Salsa-Party gehen, scheint mir auch nicht möglich zu sein. Ja. Aber hier könnte es einen Kaffee geben. Und hier hat es auch ein paar Dörfer. Da hätte jetzt vielleicht ein anderes Flugzeug nehmen sollen mit Schwimmer oder so, oder Amphibienboot. Dass man hier mal in die Dörfer reingucken kann. Ja. Das ploppt jetzt erst auf. War das vorher schon da? Die Dörfer? Ein paar Häusler habe ich gesehen, aber nicht so viele. Ja, komm dann. Dann landen wir. Schub zurück. Flapstufe 1. Ich glaube hier auf der gegenüberliegenden Seite muss der Flugplatz sein, die Landebahn. Also das ist ja interessant zum Urlaub machen, vielleicht zum Tauchen und dann war's das? Ja. Wenn man da zum Einkaufen fahren will, ja. Flapstufe, vorletzte Stufe. Ja, hier bei dem Flugplatz ist wenig mit Flair. Ich meine nicht, dass der Flugplatz keinen Flair hat, sondern mit einem Flair bei der Landung. Ja. Ich bin jetzt schon im Idle. Full Flaps. Bisschen Schub. Idle. Ja. Ich drücke es ein bisschen auf die Seite. Durchstarter. Er hat es gerade auf die Seite gedrückt. Was war jetzt gerade los? Wir haben noch keinen Wind. 7 Knoten, das ist doch nicht so. Gibt es doch noch eine interessante Flugeinlage. Also, nochmal. Noch einmal. Ich bin immer noch im Full Flaps. Aber ich schalte jetzt nicht mehr zurück. Doch, bin nicht im Full Flaps. Eine Stufe vor Full Flaps war das. Zwei Stufen vor. Ja, da hat es von vorher meine Flaps-Einstellungen nicht richtig. Weiter gleitet an der Flugsimulator, aber egal. So. Full Flaps. Ja, ich muss ordentlich einen Vorhaltewinkel machen. So stark ist der Wind doch gerade. Wenn 7 Knoten sind, 7 Knoten, aber das ist doch. Ja. Ich komme gar nicht gerade rüber. Idle. So, kleiner Ground Loop, damit ich nicht im Wasser gelandet bin. Ich glaube, ich blockiere gerade ein bisschen die Landebahn. Flaps ab. Ups, halt!
Gehen wir mal ein bisschen weg von der Landebahn. Der hat einen Sandhofer vor der Tür. So. Markenbremse gesetzt. Cut-off. Also, ich kann die Dinge abschalten, die Spritzzufuhr mit dem Honeycomb, aber das hier tut sich nicht bewegen dabei. Alle Lichter aus. Avionik aus. Generator und. Und Hauptbatterie aus. Die Magnetos habe ich gerade ausgemacht. Alles so, okay. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal raus. Bleibt sich ein bisschen zu schnell jetzt zum Rauf und Runter. So. Eine Hitbox. Das heißt, das ist von Microsoft selber gemacht. Die Insel. Beziehungsweise das Häusle. Guck mal, da drüber war er doch die andere Hütte. Kamera ist schräg. Jetzt ist sie gerade. War das beim Add-on dabei? Hier gibt es eine Straße. Gehen wir mal rein. Gleich landen wir auf dem Dach. Jawohl. Eine Kirche. Okay. Ja. Jetzt nicht wirklich was Besonderes. Das ist jetzt nicht wirklich was Besonderes. Bäume auf der Straße. Ich würde hier eher die Straße entfernen als die Bäume. Ja. Ich denke, ich lasse mich hier nieder. Vielleicht gibt es ein paar Tänzerinnen heute Abend mit Salsa und Baströckchen. Ja. Selbst die Bäume hin Hitboxer. Selbst die Bäume hin Hitboxer, okay. 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 Dann gehe ich da. Das hier ist mein Zuhause. Vorne am Strand. Und dann genieße ich den Tag voll. Während du im Liegestuhl bei einer Tasse Kaffee entspannst, kannst du die wunderschöne Umgebung von Mokil richtig genießen. Die frische Meeresbrise und der Blick auf das schimmernde Wasser der Lagune sind einfach perfekt, um die Seele baumeln zu lassen. Jetzt, wo der Abend naht, spürst du vielleicht schon die Vorfreude auf die Party der Einheimischen. Das ist eine tolle Gelegenheit, Jent die Kultur und die Traditionen der Mokil-Kultur hautnah zu erleben.
Du kannst sicher mit lokalen Tänzen und Musik rechnen, die die Stimmung heben. Oftmals wird auch traditionelles Essen serviert, das aus frischem Fisch und tropischen Früchten besteht. Wenn die Sonne langsam untergeht, verwandelt sich der Himmel in ein spektakuläres Farbenspiel aus Orange und Lila. Es ist eine perfekte Kulisse für die Feierlichkeiten, die bald beginnen werden. Die Einheimischen sind bekannt dafür, freundlich und einladend zu sein, also sei bereit, neue Bekanntschaften zu schließen und viel über ihr Leben auf Mokil zu lernen. Stell dir vor, du hörst das Rauschen der Wellen und das Lachen der Menschen, während die Party in vollem Gange ist. Das wird ein unvergessliches Erlebnis.